Ein neuer Film über ein NS-Verbrechen? Man könnte denken, zu diesem Thema sei bereits alles gesagt. Das ist nicht der Fall. Ein Vortrag des Historikers Karl Kassenbrock, zu dem der Kultur- und Verkehrsverein Haßbergen in 2023 eingeladen hatte, hat uns alle betroffen gemacht. Damit diese Ereignisse nicht verloren gehen, haben wir diesen Film gemeinsam mit Herrn Kassenbrock entwickelt. Ja, Herr Kassenburg, ich darf Sie recht herzlich begrüßen, auch im Namen des Kultur- und Verkehrsvereins Haßbergen. Dankeschön. Sie haben sich ja bereit erklärt, Ihren bewegenden Vortrag, den Sie im Januar diesen Jahres hier im DRK gehalten haben, hier mit uns nochmal zu dokumentieren, weil wir der Meinung sind, das sollte für die Ortsgeschichte nochmal dokumentiert werden und auch vielleicht für die Zeitgeschichte. Herzlich willkommen hier im Lokschuppen Danke. in Haßbergen. Ja, Ihr Vortrag hieß Ein KZ in Haßbergen. Ein KZ in Haßbergen, da kam die Rückmeldung von vielen Haßberger Bürgern, die wir eingeladen hatten. Ja, Augusterschacht, das kennen wir ja, da brauchen wir nichts Neues mehr zu wissen, wenn die zur Gedenkstätte. Aber es geht eben nicht um Augusterschacht. Nein, es geht nicht um den Augusterschacht. Das ist ja ein Arbeitserziehungslager der Gestapo in Osnabrück gewesen. Hier geht es tatsächlich um ein KZ bzw. um ein KZ-Außenlager. Wir dürfen uns jetzt also nichts vorstellen wie Auschwitz oder Buchenwald oder Natzweiler oder eines der anderen großen Konzentrationslager, auch wenn Häftlinge aus all diesen Lagern hier in Haßbergen gewesen sind. Es handelt sich um ein Nebenlager. Und zwar um das KZ-Außenlager 5. SS-Eisenbahnbaubrigade. In Haßbergen war der erste Bauzug stationiert, aber diese 5. SS-Eisenbahnbaubrigade war ein Nebenlager des Konzentrationslagers Mittelbau bei den Mittelwerken in der Nähe von Nordhausen im Südharz. Das ist der Ort, an dem während des Zweiten Weltkriegs die sogenannten Vergeltungswaffen V1 und V2 gebaut Ah, ja. wurden. Und warum war dieses SS-Eisenbahnbaubrigade, warum war die 5. SS-Eisenbahnbaubrigade jetzt hier in Haßbergen? Also warum war das jetzt relevant? Ja, sehen wir uns mal die Lage an, die militärische Lage zum Herbst 1944. Dann sehen wir hier einen Kartenausschnitt. Rechts Deutschland, links die Niederlande. Etwa hier ist Haßbergen. Sie sehen den roten Punkt. Auch die Grenzlinie zwischen Deutschland und den Niederlanden haben wir hier nachgezeichnet. Im Herbst 1944 waren die alliierten Truppen bereits weit nach Norden vorgestoßen, bis in die Nähe von Nimwegen. Also der südliche Teil der Niederlande war bereits besetzt. Die Westfront war also schon sehr, sehr nah an unser Gebiet hier um Osnabrück herangerückt. Zu diesem Zeitpunkt wurden in Holland und auch im Westmünsterland Raketen vom Typ V1 oder fliegende Bomben vom Typ V1 installiert, das ist diese hier, und Raketen vom Typ V2, und zwar einmal im Westmünsterland, und eine zweite Batterie oder weitere Batterien waren im Sperrgebiet um Den Haag, das ist also an der Nordseeküste. Die Ziele waren klar, das ist also nochmal die V2-Rakete, die Ziele waren klar, zum einen Antwerpen, Antwerpen war der Haupt Nachschubhafen für amerikanisches Militärgut. Und das sollte also durch die V1 und V2-Raketen ausgeschaltet werden. Und ein zweites Ziel war London. In diesem Fall ging es nicht um militärische Ziele, sondern das kann man wohl als Terrorziel definieren, denn es hatte keinerlei militärische Bedeutung. Wenn wir uns jetzt angucken, wie diese Stellung versorgt wurden, dann sehen wir, wenn Nachschub von Mittelwerk, also von dem KZ Mittelbau, wo die Raketen hergestellt wurden, an die Front geliefert werden sollten, dann musste das über diese Eisenbahnlinien verlaufen. Das sind die beiden zentralen Eisenbahnlinien. Das eine, die Strecke aus Richtung Hannover-Kassel über Osnabrück-Rheine bis
an die Nordsee und die zweite Strecke über Hamm und dann über den Knotenpunkt Rheine weiter bis an die Nordsee. Da die Strecke zwischen Münster und Rheine sehr früh unterbrochen war während des Krieges, fuhren viele Züge eben dann nicht mehr auf dieser direkten Strecke, sondern den Umweg über den Knotenpunkt Osnabrück, an Annhardsbergen vorbei, über den Knotenpunkt Osnabrück und von dort aus dann weiter nach Rheine. Das heißt also, Sie haben gesagt, die fuhren an Osnabrück vorbei. Und warum jetzt Haßbergen? Also Haßbergen-Osnabrück, die Verbindung gibt es ja. Aber was ist da jetzt das Besondere nochmal? Ja, das können wir auf dieser Karte ganz gut erkennen. Es ist eine Streckenkarte der Deutschen Reichsbahn von 1946, aber sie zeigt noch Streckenverläufe, wie sie während der Kriegszeit auch gewesen sind. Und wenn wir uns diese Karte ansehen, dann sehen wir in der Mitte Osnabrück, ein wichtiger Knotenbahnhof. Wir sehen das Bahnkreuz und wie Sie wissen, ist Osnabrück nicht nur ein Kreuzungsbahnhof, sondern auch ein Turmbahnhof. Das heißt, es liegen Gleise übereinander in verschiedenen Höhen und insofern ist das natürlich für Luftangriffe ein gutes Ziel. Wenn ich genau treffe, kann ich gleichzeitig alle Strecken lahmlegen. Und darum war es sehr wichtig, diesen Knotenpunkt zu umgehen. Das geschah zum einen durch eine Nordumgehung. Die können wir uns hier einmal ansehen. Sie verband Schinkel mit dem Piesberg. Dann gab es eine westliche Umgehung im Bereich Eversburg. Und für uns interessant, Sie sehen dort Haßbergen schon farbig unterlegt, eine weitere, die sogenannte Südumgehung, eigentlich Südwestumgehung, aber überwiegend als Südumgehung bezeichnet. Und wenn wir uns jetzt noch die Verbindung ansehen von Haßbergen aus nach Georgsmarienhütte, dann sehen wir, dass wir durch diese Umgehung den gesamten Knotenpunkt Osnabrück umgehen können. Ah ja, ja. Das heißt also, da ist der Bahnhof Haßbergen ein wichtiger Punkt gewesen, weil es hier sozusagen auch ein Kreuzungspunkt war. Ja. Wo waren jetzt die Standorte von dieser 5. SS-Baubrigade? Waren die alle hier in Haßbergen oder wie haben Sie das aufgeteilt? Nicht nur in Haßbergen. Wir können uns jetzt wieder mal eine relativ aktuelle Karte ansehen. Sie sehen rechts oben die Innenstadt von Osnabrück. Hier liegt Haßbergen. Und etwa auf halber Strecke zwischen der Innenstadt und Haßbergen liegt der Betriebsbahnhof Osnabrück-Hörne. Und dort war die 5. SS-Eisenbahnbaubrigade zu Beginn allein stationiert. Später ist ein Teil der Brigade dann verlegt worden an einen anderen Standort, nämlich hier unten am südlich des Haßbergener Bahnhofs. Dort wurde ein erster Bauzug dann installiert. Etwa im Bahnabschnitt zwischen der Goldbachbrücke und dem Bahnhof Haßbergen. Ah ja. Das heißt also, da war praktisch der Bauzug stationiert, ja. Der sozusagen einen Teil von Hörne abgegliedert oder ausgegliedert wurde. Und welche Aufgaben hatte denn dieser Bauzug? Ja. An der Strecke. Sehen wir uns mal die gesamte Aufgabe der 5. SS-Eisenbahnbaubrigade an. Hier haben wir wieder eine Übersichtskarte über Osnabrück und die Bahnlinien. Und wir sehen an den Daten jeweils die Tage, an denen die Baubrigade dort aktiv war. Und diese grauen eiförmigen Gebilde, die geben uns in etwa die Einsatzgebiete an. Da können wir zwei Schwerpunkte erkennen. Der eine Schwerpunkt ist um den Osnabrücker Hauptbahnhof herum bis hoch zum Piesberg und im Süden bis nach Ösede, Malbergen. Und ein zweiter Schwerpunkt, und der ist für uns jetzt hier interessant, rund um den Bahnhof Haßbergen. Erreicht bis nach Velpe am Ende der Südumgehung, wo wir wieder zu der Bahnverbindung nach Rheine gelangen. Von dort aus also waren Einsätze im Rheine möglich. Ah ja. Und seit wann waren die Häftlinge hier eingesetzt oder in Hörne und hier? Ja, darüber gibt uns das Häftlingseinsatztagebuch Auskunft. Das Häftlingseinsatztagebuch, was von der SS geführt wurde für die 5. SS-Eisenbahnbaubrigade, hat sich vor einigen Jahren wieder aufgefunden in Schweden, mehr oder weniger zufällig.
Und dort finden wir nachgewiesen für jeden Tag den Einsatz der Truppe. Und den ersten Hinweis auf Haßbergen finden wir hier. Es ist ein Eintrag vom 26. Oktober 1944 und dort ist als zweiter Einsatz ein Einsatz in Haßbergen angegeben, an dem 100 HFL, also 100 Häftlinge, beteiligt waren. Ein zweiter Eintrag stammt vom 15.12.1944, also knapp zwei Monate später. Und dort haben wir die Bemerkung, Bauzug Nummer 1 nach Haßbergen mit 238 Häftlingen. Das ist also der Zeitpunkt, zu dem oder ab dem ein erster Bauzug fest in Haßbergen stationiert war, wo also nicht mehr gependelt wurde von Hörne nach Haßbergen, sondern wo der Standpunkt des KZ-Außenlagers erster Bauzug in Haßbergen war. Ah ja, Sie haben jetzt gesagt, einmal 100 Häftlinge und einmal 230 Häftlinge. Wie viele Häftlinge waren denn im Schnitt hier in Haßbergen bzw. auch in Hörne? Da müssen wir uns wieder die beiden Phasen ansehen, von denen ich eben gesprochen habe. In der ersten Phase, also vom 26. Oktober bis zum 14. Dezember, waren das durchschnittlich 170 Häftlinge täglich, also schon ein ziemlich großes Kontingent. Die sind mit dem Zug also nach Haßbergen gebracht worden und nach der Arbeit zurück. An manchen Tagen waren es nur 90 Häftlinge, an anderen Tagen teilweise bis 320 Häftlinge, die in Haßbergen eingesetzt waren. Die zweite Phase begann dann mit der Verlegung des Bauzuges nach Haßbergen am 15. Dezember 1944. Und jetzt ist Haßbergen also nicht mehr nur eine Tagesaufgabe, sondern ein ständiges Kommando, und von dort aus werden dann auch häufig Einsatzkommandos in Rheine gefahren. Der Bauzug hatte zu Beginn 236 Häftlinge bei der Aufstellung am 15.12. Später kamen weitere Häftlinge aus Hörne zu diesem Bauzug im Austausch. Wir wissen von mindestens 70. Umgekehrt sind vom ersten Bauzug etwa 150 Häftlinge ins Krankenrevier verlegt worden, weil sie nicht mehr arbeitsfähig waren aus Krankheitsgründen oder Verletzungen oder warum auch immer. Zur Auflösung des ersten Bauzuges, Ostern 1945, also am 30. oder 31. März 1945, waren noch etwa 136 Häftlinge stationiert in Haßbergen. Wir wissen von etwa 6 geflohenen oder vermissten Häftlingen. Die Zahl der Toten können wir auch nur ungefähr angeben. Bisher wissen wir, dass es mindestens 11 Tote waren. Ja. Die in Haßbergen an der Strecke, das war glaube ich ungefähr Blockstelle Lieden, wo wir stationiert waren, das ging dann um die Südumgehung. Wo lag die Südumgehung, wissen Sie das noch oder ist das bekannt? Ja, das kann man relativ genau sagen. Auch hier können wir uns wieder eine Karte ansehen, ein Messtischblatt. Wir sehen dort rechts unten Haßbergen und wir lassen einmal hier die Bahn kommen aus Richtung Osnabrück. Hinter dem Bahnhof Haßbergen biegt die Bahnstrecke jetzt nach Süden ab, Richtung Münster. Und dort liegt die Blockstelle Leden. Von dieser Blockstelle Leden aus wurde eine Verbindung geschaffen über die Tecklenburger Straße bis zur Trasse der alten Permbahnstrecke. Das ist diese Strecke, man kann sie ungefähr noch erkennen auf dieser Karte. Ursprünglich kam sie ja von Georgsmarienhütte, verlief durch den Ort Haßbergen. Sie wissen ja sicher noch, dass es dort diesen Bahnwall gab, der aber zu der Zeit schon unterbrochen war. Und von diesem Kreuzungspunkt aus ging die Strecke dann weiter bis zur Kreuzungsstelle Habichtswald. Dort war eine Überholstelle, das heißt, es waren zwei Schienengleise nebeneinander, dass Züge aneinander vorbeifahren konnten. Dann weiter in Richtung zum Permbahnstollen. Aber kurz vor dem Permbahnstollen gab es dann eine Abzweigung zum Bahnhof nach Velpe. Auch die ist dann neu gebaut worden. Und von hier aus, von Velpe aus, gab es dann die Verbindung nach Rheine und zur anderen Seite hin eine Verbindung zur Nordumgehung nach Eversburg, Piesberg und so weiter.
Das heißt, hier haben wir die gesamte Bedeutung der Südumgehung. Sie verbindet Hasbergen mit der Strecke nach Rheine und darüber dann auch mit der Nordumgehung. Ja, ja. Ja, die Alt-Perm-Strecke ist ja bekannt. Kann man heute noch was davon sehen in der Landschaft? Ja, das ist sehr interessant, dass also bis heute in der Landschaft noch Reste der Trassenführung zu erkennen sind. Hier ist eine Luftaufnahme, eine relativ aktuelle Luftaufnahme. Sie sehen rechts den Bahnhof von Hasbergen. Links habe ich nochmal gekennzeichnet die Blockstelle Leden, die ungefähre Lage des Haltes des ersten Bauzuges. Dieses kleine blaue Fleckchen ist das aktuelle Naturbad in Hasbergen, vielleicht zur Orientierung nochmal. Hier verläuft die Tecklenburger Straße und jetzt sehen wir, hier ist der Verlauf der neu gelegten Trasse über die Tecklenburger Straße und sie stößt dort auf die alte Trasse der Permbahn. Wenn ich jetzt hier den Verlauf nochmal kenntlich mache, dann erkennen Sie in der Landschaft noch den Verlauf. Mhm. Und interessanterweise ist sogar noch der Verlauf der Permbahn durch den Ort Hasbergen zu erkennen auf der anderen Seite. Ich kennzeichne das mal durch diese unterbrochenen Kreise. Sie sehen, es ist die alte Trasse noch bis heute gut erkennbar. Ja, stimmt. Im Ort kennt man das ja, aber in der Landschaft selber ist eher selten. Ja. Übrigens, wenn wir diesen Streckenverlauf weiterverfolgen würden, würden wir ihn bis Velpe tatsächlich in der Landschaft noch wiederfinden können. Ja, die Strecke. Welche Arbeiten wurden denn verrichtet von den Häftlingen? Was war die Aufgabe der Häftlinge? Es ist eine Eisenbahnbaubrigade. Insofern ist klar, wo der Arbeitsschwerpunkt ist. Er lag bei der Wiederherstellung zerstörter Eisenbahntrassen. Und die sind im Grunde genommen regelmäßig zerstört worden. Eigentlich täglich. Das heißt, fast täglich mussten Schäden behoben werden, musste instand gesetzt werden. Die Bilder, die wir jetzt sehen, sind nicht in Hasbergen aufgenommen worden, sondern bei einem großen Luftangriff auf Osnabrück im September 1944, also kurz vor dem Eintreffen der SS-Eisenbahnbaubrigade. Auch dieses Bild ist ein Bild vom Güterbahnhof in Osnabrück, aber es gibt uns einen Hinweis darauf, wie viel zu erledigen war. Ja. Wir haben eine Quelle, einen dänischen Häftling, F.B. Larsen, der beschreibt, was unternommen werden musste, wenn man diese zerschossenen Schwellen vorfand, Bahngleise vorfand. Zuerst mussten die Bombenlöcher, die riesig waren, verfüllt werden. Dann die verbogenen Schienen und losen Schwellen herausgenommen werden. Neue Schwellen wurden verlegt, die Schienen wurden aufgeschraubt und schließlich mussten die Schwellen geschottert werden. Und wir haben noch eine zweite Quelle, Originalquelle. Diesmal bezieht sie sich wirklich schon auf Hasbergen. Dort schreibt der Häftling Hermann Arstedt, auch ein dänischer Häftling: Wir wurden hinausgefahren nach Hasbergen und auf eine neu angelegte Nebenbahn rangiert. Damit ist die Permbahnstrecke gemeint, die Südumgehung. Hier wurden wir zu einem stehenden langen Schotterzug dirigiert und mussten mit 10 bis 12 Mann pro Waggon mit Schaufeln die Waggons entladen. Inzwischen war es Nacht geworden und wir mussten mit der Wachmannschaft auf allen Seiten von uns auf Gemeinde- und Feldwegen zurück nach Hasbergen marschieren. Ja, das ist der direkte Bezug zu Hasbergen. Gab es noch weitere Einsätze? Also jetzt Hasbergen, die Südumgehung, Sie hatten glaube ich auch vorhin gesagt, noch Richtung Rheine oder Velpe. Ja, ich hatte Rheine erwähnt und das war für den ersten Bauzug, der in Hasbergen stationiert war, ein sehr wichtiges Ziel. Wir müssen uns das so vorstellen, dass teilweise täglich ein Zug von dem Standort in Hasbergen nach Rheine fuhr. Der Häftling Morten Westerdahl, wiederum ein dänischer Häftling, schreibt: Als die Arbeit in Rheine gemacht wurde, etwa 40 Kilometer entfernt, nahe der Grenze zu Holland, wurden wir aufgeweckt, lange bevor es hell wurde, und in Güterwaggons nach Rheine gefahren, von wo wir erst nach Einbruch der Dunkelheit zurückkamen. Zurück, damit ist Hasbergen gemeint. Der Bauzug 1 wurde ausschließlich für Eisenbahnarbeiten eingesetzt.
Herr Westerdahl erwähnt das, weil der andere Teil, der in Hörne stationiert war, neben Eisenbahnbauarbeiten auch Räumarbeiten und Bauarbeiten in der Stadt Osnabrück durchgeführt hat. Aber der Hasbergener Bauzug 1 war nur im Eisenbahnbau tätig. Hier haben wir eine Karte von Rheine und ich kann Ihnen hier einmal zeigen, warum dieser Bahnhof so wichtig ist. Rund um Rheine gab es nicht nur einen Personen- und einen Rangierbahnhof, der von großer Bedeutung für den Verkehr in die Niederlande war. Es gab auch zwei große militärisch genutzte Flugplätze und es gab die Ölraffinerie in Salzbergen. Also strategisch ein ganz wichtiger Platz. Und wir sehen auch die Verbindung hier. Es gibt eine Verbindung in die Niederlande. Es gibt eine Strecke nach Oldenburg, es gibt eine Strecke nach Münster und die Tecklenburger Nordbahn, die möglicherweise demnächst wieder eröffnet wird. Ein weiterer Zubringer zum Hauptbahnhof, zum Bahnhof nach Rheine. Und dann eben die Strecke, die die Häftlinge von Hasbergen aus nehmen mussten. Der erste Bauzug von Hasbergen, der dann über die Südumgehung nach Velpe kam und von Velpe aus dann die 40 Kilometer nach Rheine hinter sich brachte. Und da fragt man natürlich, warum ist das jetzt alles so wichtig? Und wir hatten ja zu Beginn gehört, dass die Eisenbahnbaubrigaden abkommandiert waren vom Lager Mittelbau, vom KZ Mittelbau, wo die Raketen hergestellt wurden, die V1 und V2 Raketen. Und wenn wir uns jetzt hier den Bahnhof Rheine ansehen, dann können wir sehen, dass von dort aus auf kleineren Nebengleisen die V2-Entladebahnhöfe angesteuert werden können. Sie sehen, das sind kleine Orte wie Dahlfeld oder Methelen oder Horstmar, Lutum, Billerbeck und so weiter. Okay. Und überall an diesen Orten waren V2-Raketenabschussrampen und Versorgungseinrichtungen stationiert. Ja. Das heißt also, das war für damalige Zeit, also für die kriegswichtigen Bahnhöfe und ja. Absolut wichtig, jetzt speziell für die V-Waffen. Ja. Aber auch natürlich für den gesamten Nachschub an die Westfront. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen diese ganzen technischen Sachen besprochen, was für diesen Bauzug wichtig war oder der Hintergrund war. Wie sieht es denn mit den Häftlingen aus selber? Was gibt es da? Wie sind die organisiert oder was gibt es da Unterschiede zwischen Häftlingen? War das alles gleich oder? Nein, so einfach war es nicht. Also Häftling gleich Häftling. Es gibt den Hinweis von Heinrich Himmler, der Chef der SS. Und der hat einmal klargemacht, welche Unterschiede es zwischen Häftlingen gibt. Und zwar hat er besonders die Kapos herausgestellt, die Vorarbeiter. Und er hat gesagt auf einer Tagung in Sonthofen vor Generälen, wir haben hier also in den Konzentrationslagern sogenannte Kapos angesetzt. Also einer ist verantwortlicher Aufseher. Er muss also seine Männer antreiben. Der Kapo bekommt bestimmte Vergünstigungen dafür. In dem Moment, wo wir mit ihm nicht zufrieden sind, ist er nicht mehr Kapo, schläft er wieder bei seinen Männern. Dass er von denen in der ersten Nacht totgeschlagen wird, das weiß er. Und dann ergänzt Himmler hämisch, ich habe ja hier kein Wohlfahrtssystem auszudenken, sondern ich habe für Deutschland den Untermenschen für die Arbeit, für den Sieg einzusetzen. Ja, sehr, sehr zynisch. Diese Kapos waren also die Aufseher auf den Arbeitsstellen, so eine Art Vorarbeiter. Im Lager gab es weitere sogenannte Funktionshäftlinge, also Häftlinge, die eine bestimmte Aufgabe oder Funktion zu erfüllen hatten. An erster Stelle den Lagerältesten, sozusagen den obersten Häftling, der sehr viele Sonderrechte bekam und direkt unmittelbar dem Leiter der Baubrigade unterstellt war. Dann natürlich solche Funktionen wie Küchenhelfer, die sehr beliebt waren, weil sie zusätzliches Essen ermöglichen konnten, oder eine Tätigkeit als Sanitäter. Und in jedem der Waggons, in dem die Häftlinge wohnten, gab es wiederum einen Waggonältesten und zusätzlich Funktionsträger wie Wasserholer, Essenholer, Reinigungsdienst oder sonderbare Aufgaben wie den Brotwieger. Ja, also da gab es die Organisation oder die vorgegebene Organisation innerhalb der Häftlinge, musste man sich sozusagen selbst organisieren, aber es gab bestimmte Positionen, die festgelegt waren, von außen aus, eben Kapo oder
Genau. Im Lager Elbessau oder ja, vielleicht sollte man da noch ergänzen, es gab natürlich auch unter den Häftlingen eine Hierarchie. Ja. Ganz oben standen die Dänen, ganz unten in dieser Hackordnung standen die sogenannten Russen, also Sowjetbürger, Ukrainer, Russen, Weißrussen. Und die Franzosen etwa oder die Belgier waren in der Rangordnung höher als diese Sowjetgefangenen eingeordnet, aber eben, sagen wir mal, die Vorzeigehäftlinge, das waren die Dänen, die sind zuletzt in die Brigade gekommen und die waren dementsprechend die gesündesten, die stärksten und waren eben nach der Rassenideologie den Deutschen auch am nächsten. Ja. Also wir hatten jetzt gerade über die Organisation gesprochen und gibt es irgendwelche Informationen über Häftlinge, die hier in Haßbergen waren? Da gibt es viele Informationen. Wir können es ja vielleicht das Schicksal einiger Häftlinge mal ansehen. Natürlich nicht alle, aber einiger. Fangen wir vielleicht mal mit diesem Mann an, Joseph Moreau, ein französischer Häftling in der SS-Eisenbahnbaubrigade, der hier in Haßbergen auch eingesetzt war. Er war der Gründer einer Firma für Futtermittel, für Vogelfutter, leistete dann während der deutschen Besetzung Widerstand, wurde gemeinsam mit seiner Frau Celestine verhaftet, kam dann zunächst in ein Gefängnis in Frankreich, wurde dann nach Buchenwald deportiert und von Buchenwald aus kam er dann im September bzw. Oktober zur 5. SS-Eisenbahnbaubrigade. Ab 27.10.1944 war er dann Häftling im ersten Bauzug der Eisenbahnbaubrigade in Haßbergen. Joseph Moreau ist ein politischer Häftling, das heißt, er trägt auf seiner Häftlingskleidung das rote Dreieck der politischen Häftlinge. Das F kennzeichnet ihn als französischen Gefangenen. Am 3.1.1945 kommt er krankheitshalber, das heißt wegen einer Verletzung oder Krankheit, mit 7 weiteren Häftlingen von Haßbergen wieder zurück nach Hörne. Und am 13.3.1945 wird er, weil er immer noch nicht wieder einsatzfähig ist, überstellt, zusammen mit 130 weiteren kranken Häftlingen, in das KZ Neuengamme, das sich aber bereits in Auflösung befand zu diesem Zeitpunkt. Das hatte zur Folge, dass er Anfang April 1945 noch einmal auf einen Transport geschickt wird. Diesmal ist das Ziel das Konzentrationslager Ravensbrück, das Männerlager des Konzentrationslagers Ravensbrück. Und auf dem Weg dorthin verstirbt er, vermutlich in der Nähe von Wartenstedt-Salzgitter. Es gibt eine Totenbesteinigung, die auf Wartenstedt ausgestellt ist. Genaueres über sein Schicksal wissen wir nicht. Wir wissen, dass seine Frau Celestine Moreau das Lager Ravensbrück, in dem sie zuletzt war, überlebte und auch Bergen-Belsen. Sie ist aber kurz nach der Rückkehr nach Frankreich dann gestorben, noch 1945. Eine schrecklich traurige Geschichte. Vielleicht wird sie etwas aufgehellt, wenn wir uns ansehen, dass das Werk von Moreau fortgesetzt wurde nach dem Krieg durch seine Tochter Marie-Joseph Moreau. Und sie führte das Unternehmen Moreau auf ein anderes Level und es ist heute, arbeitet heute, man kann sagen, weltweit im Bereich der Futtermittel. Ja, das ist natürlich eine tragische Hintergrund. Das ist also ein Häftling. Dann dieser Häftling ist ein polnischer Häftling, Kasimir Andrunik. Er wurde am 5. Juli 1917 in Bredikow geboren, vom Beruf war er Gummischweißer. Er war während der deutschen Besatzung Polens aktiv in der Armia Krajowa, also in der Heimatarmee in Polen. Die Geschichte der Heimatarmee in Polen ist relativ unbekannt hier bei uns, aber sie leistete im Grunde genommen während der gesamten Besetzung permanent Widerstand. Andrunik war einer der Widerstandskämpfer. Als Rybak, also Fischer, arbeitete er als Bote für die Armia Krajowa. Dann wurde er verhaftet von den Deutschen und über das Gefängnis Krakau, über die KZs in Auschwitz und Natzweiler
kam er dann schließlich in das KZ Buchenwald und von hier aus dann über Mittelbau in den ersten Bauzug nach Haßbergen. Über ihn gibt es im Häftlingseinsatztagebuch einen interessanten Eintrag vom 21. Februar 1945. Dort finden wir unter Bemerkung den Eintrag: Der Häftling Nummer 01015 am 19.02.45 in Rheine infolge Fliegerangriffs vermisst. Ja. 01015, das ist die Häftlingsnummer von Kasimir Andronik, die er im KZ Mittelbau bekommen hat. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt also von Haßbergen aus zu einem Einsatz in Rheine. Es gibt einen Fliegerangriff und er ist vermisst. Ja, man könnte vermuten, er ist bei einem Fliegerangriff ums Leben gekommen. Es war aber anders. Andronik kann sich retten. Er schlägt sich über die Niederlande nach Großbritannien durch und er schließt sich dort wieder den polnischen Streitkräften an, also den Streitkräften, die sich dort in Großbritannien wieder neu formieren. Als der Krieg dann zu Ende ist, wird er mit der Kriegsmedaille ausgezeichnet. 1948 noch in London. Später kehrt er aber nach Polen zurück. Dies ist ein Bild aus der Nachkriegszeit. Und ich habe sogar noch ein weiteres Bild von ihm, das ihn als älteren Herrn zeigt. Es ist eines der letzten Bilder von Andronik. Er hat ein trauriges Schicksal, denn er kehrte noch einmal mit einer Besuchergruppe aus Polen nach Deutschland zurück, ehemalige KZ-Häftlinge. Ja. Und als diese Besuchergruppe sich auf dem Rückweg befand, wurde er bei einem Autounfall schwer verletzt. Er überlebte, aber starb einige Monate später dann in seinem Heimatort Brelekow. Ein trauriges Schicksal. Traurig. Hier haben wir eine Postkarte, die ein dänischer Häftling nach Hause schreiben konnte. Zweimal im Laufe des Bestehens der SS Eisenbahnbaubrigade 5 hatten die Häftlinge, die westlichen Häftlinge, Gelegenheit, nach Hause schreiben zu können. Und diese Erlaubnis galt eben auch für die Dänen. Einer der dänischen Häftlinge war Morten Westerdahl. Wenn Sie links oben sich den Absender ansehen, dann sehen Sie den Eintrag Schutzhäftling Westerdahl Morten, dann den Hinweis auf die Baubrigade 5 Eisenbahn und dann den Hinweis Sangerhausen. Das heißt, aus taktischen Gründen durfte nicht der wirkliche Standort der Baubrigade angegeben werden, sondern es wurde der Standort Sangerhausen im Südharz angegeben. Und diese Karte wurde also zur Jahreswende 44-45 geschrieben. Und auf dieser Postkarte bittet Morten Westerdahl seine Frau, ihm doch ein Foto zuzuschicken. Ein Foto seiner Frau und der beiden Kinder. Und tatsächlich erreicht ihn. Ja, es ist tatsächlich angekommen. Auf diesem Bild sehen wir das gesamte, wenn man das so nennen darf, Eigentum von Morten Westerdahl, der vor dem Krieg Kapitänleutnant der dänischen Armee war. Also ein Ledergürtel, eine Blechdose, ein Löffel und ein Schälmesser und dann eben dieses Foto. Und dieses Foto war für ihn natürlich von sehr großer emotionaler Bedeutung. Später schreibt er in einem Bericht über seine Zeit in Haßbergen Folgendes: Bei einem der täglichen Transporte nach Rheine bestand die Wachmannschaft aus Männern in den 40ern. Sie hatten zwar das SS-Zeichen auf den Uniformkragen, aber waren sicherlich nicht SSler. Finderup, das ist ein weiterer Häftling, sprach mit ihnen. Um unseren Status zu betonen, erwähnte er die Rote Kreuz-Pakete und fügte hinzu, dass ich einen Brief mit einem Bild von Frau und Kindern hätte. Ich fand es nicht gut, das Bild zu zeigen, als man es sehen wollte, aber um Finderup nicht zu beschämen, machte ich es trotzdem. Es veränderte merklich ihre Einstellung uns gegenüber. Einer von ihnen schnitt ein großes Stück von seinem Brot ab und gab es mir. Also, in diesem Moment wurden aus den Häftlingen Menschen, Mitmenschen, denen man menschlich begegnet. Ja. Ich will Ihnen noch von einem weiteren Häftling berichten, der über die Untertageverlagerung Zeisig, Arbeitslager Cochem, nach Osnabrück kam.
Das Arbeitslager Cochem gehörte zum KZ Matzweiler, lag in der Nähe der Ortschaft Cochem an der Mosel. Wir sehen hier eine Karte, auf der ganz blassgelb ein Tunnel eingezeichnet ist, der ursprünglich ein Eisenbahntunnel sein sollte. Er ist dann aber für Untertageverlagerung von Industrie verwendet worden, unter dem Kürzel A7, ja, ähnlich wie A1 hier in Längerich, der Eisenbahntunnel, ja, der alte, auch genutzt wurde. Dort gab es 1500 Häftlinge, 200 von ihnen sind, nachdem Zeisig aufgegeben wurde, im September 1944 über Buchenwald und Mittelbau zur SS Eisenbahnbaubrigade gekommen. Einer von ihnen war der Pole Adam Dziubinski. Er ist in Lwów oder Lviv geboren, heute Teil der Ukraine. Er war Feuerwehrmann. Im August 1943 wird er dann verhaftet wegen Widerstands gegen die Deutschen und kommt über die Konzentrationslager Majdanek und Natzweiler, wie gesagt, auf Transport nach Buchenwald und von Buchenwald aus dann weiter zur Baubrigade. Aber interessant ist, was der Tagebucheintrag eines Wachmanns zu vermelden hat, der zuständig war für die Verladung der Häftlinge von dem Standort des Lagers A7 zum Bahnhof in Cochem. Und er schreibt: Das Schwierigste und Unangenehmste war der Abtransport der Häftlinge. In einen Lastkraftwagen kamen je 50 Häftlinge. Dazu strömte ein furchtbarer Gestank von den Häftlingen aus. Und dann ergänzt er: Ununterbrochen 30 Stunden stehend schweren Postendienst. Man sollte es nicht für möglich halten, dass ein Mensch so etwas aushalten kann. Er spricht wohlgemerkt von den Posten, von sich, nicht von den Häftlingen. Ja, Adam Dziubinski kommt also dann zur SS Eisenbahnbaubrigade und wird auch nach Haßbergen verlegt zum ersten Bauzug. Er ist dort Sanitäter. Und was ihm dort weiter geschieht, das erfahren wir auch aus Zeugenaussagen. Und zwar schreibt Morten Westerdahl über ihn und über das Verhalten des Lagerältesten mit dem Spitznamen Lulu. Und er schreibt: Der Lagerälteste Lulu besuchte uns und rief den kleinen, unsicheren Polen und prügelte ihn mit einem Stock. Das ist also unser Adam Dziubinski. Der Pole stand erbärmlich und weinend da. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ein Mensch auf diese Weise erniedrigend behandelt werden könnte. Lulu, also der Lagerälteste, legte kaum Kraft in seine Schläge. Es war nur eine schmutzige Angewohnheit, die er sich im KZ zugelegt hatte. Also in dem Sinne keine Strafe, sondern Gewohnheit. Ja, Dziubinski erkrankt selbst dann in Haßbergen. Er kommt im Frühjahr von Haßbergen aus zurück in das Lager in Osnabrück. Und auf dem Evakuierungstransport der Brigade, als die Brigade sich also zurückziehen muss im März, April 1945, stirbt er in Nordenham. Und dort ist er auch mit anderen Häftlingen begraben. Dies ist der Grabstein, der an ihn erinnert. Ja, der Lagerälteste war gerade erwähnt. Gibt es da auch nochmal Informationen? Ja, die gibt es auch. Ich habe Ihnen hier ein Häftlingspersonalblatt mitgebracht, was für den Lagerältesten im Konzentrationslager 9 Gamma angelegt worden ist. Willi L. heißt dieser Mann eigentlich, genannt Lulu. Wenn Sie sich die Einträge unten links, die rot eingerandeten, ansehen, dort steht BV und dahinter als scheinbare Erklärung Berufsverbrecher, dann der Hinweis auf Vorstrafen, 14 Mal Gefängnis wegen Diebstahls, Körperverletzung, Betruges, Unterschlagung, also man würde sagen, ein schwerer Junge. Daher bekommt er das grüne Dreieck, was die Häftlinge im KZ als sogenannte Kriminelle darstellt. In den Listen wird er als roter Häftling, also als politischer Häftling geführt, aber er hat also dieses grüne Dreieck des Kriminellen. Interessant sind die Unterlagen zur Lebensgeschichte von Willi L., die ich gefunden habe. Dort gibt es einen Hinweis auf seine Eltern
auf Vater und Mutter, die beide im August 1942 auf einen Transport geschickt wurden. Sie sehen dort dieses T. Es handelt sich vermutlich um einen Transport im Rahmen von T4, also der Vernichtung, der Tötung von geisteskranken und anderen behinderten Menschen. Beide Eltern sind nach Angaben der Nazis also an Herzschlag gestorben. Das war Teil einer Endlösung der sozialen Frage, die für die Nazis auch eine große Rolle spielte. Das eine war die Lösung der Judenfrage, alle Juden zu vernichten. Das andere war die wahnwitzige Vorstellung, man könnte alle sozialen Probleme lösen, indem man Leute wegsperrt oder umbringt. In unserem Falle war der Häftling Willi L., also zunächst im Gefängnis, wie wir ja bereits gesehen haben, wiederholt im Gefängnis. Im Januar 1938 kam er dann in ein KZ und er hat die Konzentrationslager dann nicht mehr verlassen. Über Sachsenhausen, nach Neuengamme, nach Buchenwald, dann nach Mittelbau und im Januar 1945 sogar in das KZ Sachsenhausen. Aber das ist nur eine rein formale Überstellung gewesen. Er befand sich ja hier in der 5. SS Eisenbahnbaubrigade und war Lagerältester im Lager in Haßbergen unter dem Spitznamen Lulu. Ja, vielleicht dieser Hinweis noch. Ihm ist als einem von wenigen Häftlingen die Flucht gelungen aus dem ersten Bauzug. Er hatte den Vorteil, dass er als Deutscher sich natürlich in Deutschland wie ein Fisch im Wasser bewegen konnte und nicht weiter auffiel. Er hatte ja auch als Kapo und als Lagerältester nicht die Verpflichtung, sich den Kopf kahl scheren zu lassen. Er trug auch zivile Kleidung und dann das ermöglichte natürlich eher eine Flucht. Er selbst beschreibt später den Vorgang der Flucht so: Wie die Ortschaft nun hieß, von der aus wir nach Osnabrück zurück mussten, weiß ich heute nicht mehr. Von dieser Ortschaft aus aber habe ich mich abgesetzt, weil mir zu Ohren gekommen war, dass man mich wegen meines damaligen Wissens über verschiedene Dinge mundtot machen wollte. Dies wird etwa April 1945 gewesen sein. Gleich noch interessant, er erklärt nicht, wer ihn dort mundtot machen wollte. Das könnten SS-Leute gewesen sein. Aber auch die Lagerinsassen. Genau, möglicherweise auch Lagermithäftlinge, denen er Schlimmes angetan hat, wie etwa Adam Zubinski. Untergebracht. Sie waren ja so freundlich und haben im Sommer uns schon mal erklärt, anhand eines Modells, wie der Tages- und der Lebensablauf der Häftlinge war. Und ich glaube, das schauen wir uns jetzt nochmal an, was wir im Sommer aufgenommen haben. Ja, gerne. Ja, Sie haben ja ein Modell mitgebracht von der Unterkunft, von den Waggons, wie sie gelebt haben, die Insassen. Vielleicht können Sie da ein bisschen zu erklären. Ja, also das ist ein in etwa maßstabsgerechtes Schnittmodell eines Waggons, eines Güterwaggons, eines französischen Güterwaggons, eines Einheitstyps, der bereits in den 20er Jahren durch ganz Europa lief, als Güterwaggon oder Viehwaggon. Der ist umgebaut worden, auch in Konzentrationslagern umgebaut worden, zu einer solchen Unterkunft. Wenn Sie hier sehen, da sind also diese Bettengestelle hier reingebaut worden. Es gibt jeweils 4 Betten nebeneinander und das in 3 Etagen, macht also 4x3, 12 auf dieser Seite und 4x3, also 12 auf dieser Seite. Insgesamt also die Unterkunft für 24 KZ-Häftlinge. In der Mitte befindet sich ein Ofen, der mit Kohle oder Holz beheizt werden konnte. Und es gab jeweils Sitzbänke und Tische auf beiden Seiten. Wenn Sie sich die Menschen angucken, die hier dargestellt sind,
Und das ist in etwa die Originalgröße, maßstabsgerecht, dann können Sie sich vorstellen, dass sich in diesem kleinen Waggon eigentlich keine 24 Menschen gleichzeitig da in der Mitte aufhalten können. Das heißt, es ist so, dass diejenigen, die gerade nicht in der Mitte essen oder eine andere Verrichtung zu tun haben, in ihren Betten oder in ihren Alkoven bleiben müssen. Die Betten oder die Bettstellen sind jeweils mit Strohschütten ausgerüstet und dann gibt es für jeden Häftling zwei Wolldecken. Auch so ein Problem, wenn diese Wolldecken irgendwann zwischendurch einmal gewaschen werden mussten, was draußen in alten Benzinfässern passierte, dann trockneten sie oft nicht bis zum Abend, weil wir ja in der Wintersaison uns befinden. Das heißt, dass dann die Häftlinge, wenn sie abends in ihre Betten gingen oder in ihre Alkoven stiegen, nur feuchte oder noch immer feuchte Wolldecken hatten, um sich zuzudecken. Und es gibt ein weiteres Problem. Dieser Ofen in der Mitte konnte zwar für Wärme sorgen, aber Sie wissen, wie das ist, wenn große Hitze oder Wärme entsteht in so einem Raum. Sie steigt auf, das heißt, die ganz oben unter dem Dach liegenden Häftlinge befanden sich dort praktisch in einer Hitze- oder Wärmeglocke, während diejenigen, die ganz unten schliefen, es relativ kühl hatten, vor allen Dingen, wenn sie in den äußeren, also zur Außenwand hin zeigenden Kojen untergebracht waren, wo sie zum Teil nachts dann sogar mit ihrer Kleidung an der Seitenwand festgefroren sind. Vielleicht noch ein Detail. Wir sehen hier auch zwei kleine Eimer. Das ist sozusagen die Hygieneabteilung des Lagers. Diese beiden Eimer wurden also einmal für Wasser und der zweite dann für Exkremente benutzt. Das heißt, es gab keine Möglichkeit, während des Eingeschlossenseins in der Nacht die Toilette oder eine Toilette aufzusuchen, die sich draußen befand, aber nicht in Form eines Gebäudes, sondern einer Latrine mit Balken. Das heißt, nachts konnten sie nur diesen Eimer benutzen und es war eine Absprache unter den Häftlingen, dass das aber möglichst selten passieren sollte, denn klar, man kann sich diesen Gestank vorstellen, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass diese Menschen sich hauptsächlich von Rübensuppe ernähren mussten und dementsprechend Durchfälle sehr häufig vorkamen. Das heißt also, da konnte man, also wenn man das sieht, das nur in Schicht sozusagen sitzen, essen. Ja. Und ansonsten konnte man sich nur in dieser Koje letztendlich aufhalten. Ja, so ist es. Und das ist das Problem, wenn morgens, sobald es hell wurde, der Pfiff ertönte, der die Nacht beendete, dann konnten nicht alle gleichzeitig aus den Kojen und sich anziehen, sondern man musste ein Management entwickeln, dass man relativ schnell in kleineren Gruppen dann rausgeht, sich zurecht macht, soweit das überhaupt möglich ist unter diesen Umständen. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Dann wurden die vordere Tür geöffnet. Der dafür vorgesehene Wasserholer nahm dann den Wassereimer und den Exkrementeeimer. Der Exkrementeeimer wurde in die Latrine geleert. Mit dem Wassereimer ging der Mann dann zu dem Tender eines Zuges und bekam dort Wasser, das dann reichen musste für 24 Leute für diesen Tag. Es gab dann zwei weitere Häftlinge, die als Kaffeeholer dann losgeschickt wurden und dieses, ja, wie soll man sagen, gefärbte Wasser dann abholten. Nach kurzer Zeit ertönte dann der nächste Pfiff. Das bedeutete für die Häftlinge heraus aus dem Waggon und antreten auf dem Appellplatz. Dort wurde dann auf Vollständigkeit geprüft, indem die Häftlingsnummern vorgelesen wurden und die Häftlinge dann jeweils das bestätigen mussten. Und danach erfolgte die Einteilung für die verschiedenen Arbeitskommandos
und nach einem erneuten Signal dann der Abmarsch der Arbeitskommandos unter Begleitung der Wachleute. Ja, Herr Kassenburg, wir haben ja hier das vorhin mal zusammen aufgestellt. Ja. Sie sitzen ja jetzt mehr oder weniger mitten im Waggon, ja. Dort, wo hier im Modell ja auch der Tisch steht. Wir haben einen Tisch, wir haben zwei Stühle und sind zu zweit hier. Und eigentlich im ganzen Waggon sind 24 Häftlinge. Ja. Wir können uns das ja mal ansehen. Und zwar, wenn wir hier uns diese Seite ansehen, da haben wir also die vier Schlafplätze der unteren Ebene. Wir müssen uns also vorstellen, dass wir jetzt darüber noch zwei weitere Ebenen haben. Und ja, lassen wir uns einfach mal Probe liegen, ja, damit man eine Vorstellung davon hat, wie eng das Ganze ist. Ja, bitte schön. Das heißt, hier im unteren Bereich, kann ja auch, hier ist ja praktisch der... Ja. Hier liegen wir über uns, etwa in dieser Höhe ist jetzt der nächste Zwischenboden. Und das ist also der Platz, der individuelle Platz, der jedem Häftling zur Verfügung steht. Das ist seine Intimsphäre. Ja, wir hatten ja schon gesprochen über das Leben im Waggon oder das Leben der Gefangenen, der Häftlinge. Wir hatten ja über die Kohlsuppe, glaube ich, schon mal das angesprochen, ja, aber das restliche Essen. Es gab ja nicht jeder sein Essen, sondern es gab Gesamtrationen, Zuteilungen. Vielleicht können Sie da nochmal was sagen. Ja. Also es gab Zuteilungen für jeden Waggon. Für mehrere Tage wurde Brot verteilt. Wir gehen heute davon aus, dass es in etwa 800 Kalorien gewesen sind pro Mann, pro Tag, die zur Verfügung standen, was natürlich viel zu wenig ist. Und einer der dänischen Häftlinge führt das auch an und erklärt seine Gedächtnisverluste damit. Er sagt, wenn ich nicht ausreichend Essen habe, dann kann ich nicht denken. Und zu dem Zeitpunkt Ende März, als die dänischen Gefangenen Rote Kreuzpakete bekamen, nur die dänischen Gefangenen, da setzt auch sein Gedächtnis wieder ein und er kann sich an diese Zeit wieder stärker erinnern, stärker als an die 2-3 Monate zuvor in Hasbergen, wo einfach nicht genügend Essen da war. Die Hauptmahlzeit fand am Abend statt, wenn man das so nennen darf. Da gab es also immer eine Suppe, die zu Beginn tatsächlich auch noch Rüben oder Kartoffeln beinhaltete. Gegen Ende war es im Grunde genommen aber auch nur noch Wasser, warmes Wasser, denn alle diese Speisen wurden ja nicht in Hasbergen hergestellt, sondern sie wurden jeden Abend mit dem Zug von Hörne hierher gebracht und wenn sie ankamen, waren sie im Prinzip schon kalt. Diese Verteilung des Essens innerhalb eines Waggons wurde ja praktisch von den Häftlingen selber organisiert. Ja. Das mussten sie selbst organisieren und sie haben also interessante Techniken entwickelt, um sich nicht gegenseitig zu übervorteilen bzw. übervorteilt zu werden. Ein Beispiel dafür ist eine Brotwaage, die ein dänischer Häftling, der hier in Hasbergen war, schildert, die im Grunde genommen aus einem Stock besteht, an dessen beiden Enden Fäden angebracht sind mit einem kleinen Flock und in diesen Flock wird das Brot gesteckt. Oder werden zwei Stücke Brot gesteckt und dann wird eben ausgewogen, ob sie gleich groß sind. Und es gab eine genaue Arbeitsverteilung. Es gab denjenigen, der das Brot aufteilte. Es gab denjenigen, der das Brot wog. Und es gab eine dritte Person, die dann bestimmte, wer welches Stück bekam. Also es gab im Grunde genommen eine dreifache Absicherung untereinander, dass man sich nicht betrog. Ja, das weitere Leben ist natürlich mit Unterernährung, hat man natürlich auch die entsprechenden Krankheiten, auch von der schweren Arbeit, Verletzungen, wie ist denn da die Versorgung? Gab es überhaupt eine Ja, es gab so eine Basisgrundversorgung, um diese Doppelung zu gebrauchen. Es gab ja in Hörne einen Krankenwaggon, der von einem polnischen Arzt geleitet wurde.
Es gab sogar die Möglichkeit, kleinere Operationen durchzuführen. Hier in Haßbergen gab es ebenfalls einen Krankenwaggon, aber keine entsprechende Ausstattung. Es gab zwei Hilfssanitäter, das waren polnische Häftlinge, die selbst überhaupt keine ärztliche oder medizinische Ausbildung hatten. Und die haben also kleinere Hilfestellungen geleistet, wenn jemand krank war. Und wenn es dann also nicht zu lösen war, das Problem, dann wurden die betroffenen Kranken dann eben zurückgeschickt, wie ich bereits erwähnte, zur Hauptstelle in Hörne. Und wenn auch dort keine Lösung zu finden war, dann bedeutete das Rückführung in eines der Konzentrationslager. Und das bedeutete natürlich absolute Lebensgefahr für die Betroffenen. Was auch damit zusammenhängt, ist natürlich die Gesundheit, praktisch die hygienischen Umstände im Waggon. Das heißt, also da ist ja das Thema Läuse, Ungeziefer, Geruchsbelastung. Das ist ja auch nochmal ein großes Problem. Ja, das ist für die Gefangenen ein sehr großes Problem gewesen. Ein Gefangener drückt es aus, dass man mit Läusen im Prinzip leben kann, aber dass das einen großen Schaden für die Psyche bedeutet, in solch ungepflegten Zuständen über Wochen und Monate zu leben, ohne sich waschen zu können, ohne Kleider wechseln zu können. Also das hat die Menschen zusätzlich sehr, sehr hart getroffen. Also das ist ja Winterzeit, das heißt, also die Kleider konnten ja auch nicht trocknen, also wenn man überhaupt was die Möglichkeit hatte zu waschen. Ja, es hätte Wasser da sein müssen, es hätte vielleicht Seife oder ähnliches Material da sein müssen, um die Kleidung sauber zu bekommen. Und es ist ja immer das Problem, bis zum nächsten Morgen, wenn wieder ein Antritt auf dem Appellplatz ist, muss die Wäsche wieder trocken sein. Ist sie das nicht, dann muss ich den ganzen Tag in dieser nassen oder feuchten Wäsche in der Kälte herumlaufen. Es ist ja mit 24 Mann auch sozusagen so eingefärbt zu sein, heißt ja auch psychische Belastung. Das heißt also, neben den körperlichen Belastungen, neben den Dings, ist es ja auch eine psychische Belastung, die ja dazu führen kann, ich denke, zu Aggressivität oder aber auch dass einer in sich zusammenfällt oder psychisch einknickt. Stellen Sie sich die Tierhaltung vor, über die wir jetzt reden, wenn Tiere, Hühner, Schweine, Kühe in zu engen Stellen gehalten werden, was dort passiert. Jetzt haben wir 24 erwachsene Männer auf dieser verschwindend kleinen Fläche, die miteinander auskommen müssen. Das gab natürlich sehr, sehr große Spannung. Vor allen Dingen darum, weil in so einem Waggon ja nicht nur eine Nationalitätengruppe zusammen untergebracht war, sondern es konnte sein, dass Polen, dass Häftlinge aus der Sowjetunion, also Russen, Weißrussen, Ukrainer, dass Dänen, dass Belgier, dass Franzosen zusammen in einem Waggon waren, sich auch untereinander nur begrenzt verständigen konnten, sprachlich. Und dass es da zu Problemen kam, das ist selbstverständlich. Es gibt einen Fall, der durch einen dänischen Häftling bezeugt wird. Da hatte ein Däne einem Russen oder Sowjet-Häftling, der im gleichen Waggon lebte, Brot gestohlen. Und die sowjetischen Häftlinge verlangten jetzt die Herausgabe dieses Dänen, um ihn entsprechend zu bestrafen. Und daraufhin haben die Dänen sich dann als Zeichen der Solidarität dafür eingesetzt, dass sie selbst diese Strafe übernehmen konnten, dass also nicht die Russen ihn möglicherweise totschlagen, sondern dass das Ganze halbwegs geregelt abläuft. Das bedeutete dann in der Praxis, dass dieser Mann, der das Brot in seiner Not gestohlen hatte, von seinen eigenen Landsleuten mit dem Gürtelriemen geschlagen wurde, 30 Striemen, Schläge auf den Rücken, und das war noch für ihn die vermutlich bessere Lösung. Ja, Kasmo, Sie haben jetzt viele Fakten auch erzählt. Woher nehmen Sie das Wissen sozusagen? Ist das
hören, sagen, ja. Oder haben Sie irgendwo auch Quellen, wo Sie direkt darauf zugreifen konnten, sozusagen, ja. Die Geschichten oder die, wo das dokumentiert wurde? Ja, sagen wir einmal, was den äußeren Rahmen angeht, also den Aufbau der Brigade oder den Einsatz der Häftlinge, da gibt es tatsächlich noch Möglichkeiten, in Archiven etwas zu finden. Ein ganz toller Fund war das Einsatztagebuch der Brigade, das sich sonderbarerweise in Schweden befand und erst vor ganz wenigen Jahren wieder aufgetaucht oder bemerkt worden ist. Das ist das Einsatztagebuch der SS, in dem für jeden Tag des Brigadeeinsatzes in Haßbergen aufgeschrieben wurde, zum Beispiel wie viele Leute dort eingesetzt waren. Das ist das eine. Etwas anderes sind jetzt diese alltäglichen Ereignisse, über die ich gerade sprach, etwa die Ernährungssituation oder das Verhalten der Häftlinge zueinander. Und auch da sind es wieder überwiegend dänische Häftlinge, die nach dem Krieg für sich, für ihre Familie vor allen Dingen ihre Erlebnisse aufgeschrieben haben. Und da habe ich mittlerweile über diese Familien, die ich alle kontaktieren konnte, sehr viel Material zur Verfügung gestellt bekommen. Und dabei findet man eben sehr konkrete Schilderungen einzelner Situationen hier in Haßbergen, was ist hier passiert und was habe ich gesehen, Augenzeugenberichte. Ja. Gibt es denn auch Berichte aus Haßbergen heraus? Gab es überhaupt irgendwie, sag ich mal, von den Häftlingen oder zur Zivilbevölkerung Kontakt? Und nicht nur zu den Wachleuten, ja. Gab es da, ja. Da irgendwas, was da entsprechend... Ja, auch das gibt es. Es gibt zum Beispiel eine Beschreibung eines Mannes aus Dänemark, der in Dänemark Leiter einer Pfadfindergruppe war und darum ein besonderes Verhältnis zu Jugendgruppen und zur Jugendbewegung hatte. Und der schildert einen Abend nach der Rückkehr von einem Arbeitseinsatz, also den ganzen Tag über, sind die Häftlinge unterwegs gewesen und haben auf der Permbahnstrecke gearbeitet und jetzt sind sie dann zu Fuß über Feldwege zurückgekommen und befinden sich am Bahnhof in Haßbergen und warten dort auf einen Zug, der sie dann das restliche Stück bis zu ihrer Unterkunft mitnimmt. Und während sie dort warten, es wird langsam dunkel, kommt eine Gruppe von HJ-Jungen aus Haßbergen vorbei. Und diese Jungen nehmen versteckt, also so, dass die Wachleute es nicht sehen können, Kontakt zu einigen Häftlingen auf, die etwas seitwärts an dem Toilettengebäude des Bahnhofs stehen, auf. Und sie sprechen miteinander und einige der Jungen können ein wenig Englisch und so kommt man ins Gespräch miteinander. Und dieser dänische Häftling redet mit ihnen als Pfadfinder zu HJ-Jungen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und die Jungen geben ihm wohl auch zu verstehen, dass sie mit dem, was dort läuft, nicht einverstanden sind. Aber sind doch immer sehr darauf bedacht, dass sie von den Wachen nicht gesehen werden. Also da ist eine unmittelbare Begegnung, die bezeugt ist. Es soll andere Begegnungen gegeben haben, die andere Häftlinge schildern, dass ihnen Einwohner auf dem Weg zur Arbeitsstelle Brot oder andere Lebensmittel entweder zugesteckt haben oder sie fallen lassen haben, sodass sie sie dann eben aufheben konnten. Das ist vorgekommen. Das sind Einzelfälle, aber das ist vorgekommen. Ja, wir haben ja den kleinen Einspieler gerade gesehen und über das Leben, was wir im Sommer schon waren, der Häftlinge hier in den Waggons. Und da stellt sich ja nochmal Fragen, Sie haben das ganz am Anfang erwähnt, dass es auch entsprechend Tote gab. Ja. Gibt es da nochmal irgendwelche weiteren Informationen drüber? Ja, wir haben also Informationen über 11 Tote. Wir können uns das ja mal ansehen. Hier haben wir wieder, das hatten wir ja schon wiederholt gesehen, das Häftlingseinsatztagebuch,
Dort haben wir zum Beispiel für Mittwoch, den 17.01.1945, einen interessanten Eintrag. Dort heißt es, der Häftling Nummer 66524 vom Bauzug 1, also Hasbergen, ist von Baustelle Natrop-Hagen infolge Tieffliegerangriff flüchtig. Das ist also der Eintrag vom 17. Januar 1945. Dann gibt es einen weiteren Eintrag, einen Tag später. Der Häftling Nummer 66524 hat sich wieder freiwillig zurückgemeldet. Jetzt kennen wir nicht die Umstände, die dazu führten, dass er jetzt wieder hier registriert wird. Aber interessant wird jetzt der nächste Eintrag wenige Tage später. Am 1. Februar 1945 erscheint im Häftlingseinsatztagebuch die Bemerkung, der Häftling 66524 vom 1. BZ erschossen am 31.01.45 um 16:15 Uhr beim Fluchtversuch. Fluchtversuch, das ist die Metapher immer dann, wenn einer der Häftlinge erschossen wurde, egal unter welchen Umständen. Unter welchen Umständen er erschossen wurde. Ja, also in diesem Fall haben wir einen eindeutigen Beweis dafür, dass ein Häftling des 1. Bauzuges in Hasbergen erschossen wurde. Wobei wir die Umstände nicht kennen. Ja. Hier ist eine Liste aller Häftlinge, die im 1. Bauzug in Hasbergen ums Leben kamen. Dazu müssen wir sagen, wir haben keine Hinweise über die erste Phase, als Hasbergen also nur ein Kommando war. Aber für die Zeit, als es ein erster Bauzug war, also ein festes Kommando, haben wir diese hier aufgelisteten ehemaligen Häftlinge gefunden, die also während ihres Einsatzes im 1. Bauzug ums Leben gekommen sind. Den einen haben wir bereits besprochen, das ist im Weiß gekennzeichnet, der Häftling 66524 aus dem KZ Neuengamme. Leider gibt es in Neuengamme heute keine konkreten, genauen Listen mehr. Wir können also bis heute nicht sagen, wer dieser Mensch gewesen ist, woher er gekommen ist. Er bleibt uns unbekannt. Aber wir kennen die Namen vieler anderer. Weiß man, wo die beerdigt sind? Das weiß man zum Teil. Wenn Sie ganz rechts auf diese Tabelle blicken, dann sehen Sie dort den Hinweis zum Beispiel 11E GR 1254. Das ist ein Hinweis auf eine Grabstelle auf dem Heger Friedhof in Osnabrück. Bei vielen aber ist die Grablage unbekannt. Da wissen wir einfach nicht, ob die irgendwo verscharrt wurden oder beerdigt wurden. Ja, vielleicht noch ein Hinweis auf die Unfallursache. Da können wir uns natürlich auch nur auf die Angaben beziehen, die die SS selbst gemacht hat. Sie sehen ganz rechts in der Spalte also den Hinweis Unfall oder Körperschwäche, KA, so heißt so viel wie keine Angabe. Gastritis, also Gastritis ist keine Todesursache. Das müssen also andere Dinge vorgefallen sein. Und einmal sehen wir den Hinweis Tieffliegerangriff. Das war ein großes Problem für die Häftlinge, die nur unzureichend geschützt waren bei solchen Angriffen. Und in dem Fall des Häftlings 66524, den wir eben ja schon näher betrachtet haben, war es also der Fluchtversuch. In diesem Fall wurde die gewaltsame Tötung also angegeben, wie oft das in den anderen Fällen auch ein gewaltsamer Tod war. Das können wir natürlich nicht nachvollziehen. Wie endete denn insgesamt der Einsatz der Bauchbrigade, SS-Bauchbrigade? Ja, der Einsatz endete im März 1945. Und zwar wurde dann die Baubrigade von Osnabrück zurückgezogen, weil die Alliierten bereits kurz vor der Stadt Osnabrück standen. Als erstes wurde der erste Bauzug von Hasbergen nach Hörne zurückgebracht und dann fuhr die gesamte 5. SS Eisenbahnbaubrigade weiter Richtung Norden und unter Umgehung von Bremen, es gab dort in der Nähe nochmal kürzere Einsätze, kam man schließlich nach Nordenham. Und dort wurden die Häftlinge nochmal im Midgard-Hafen eingesetzt und für den Transport von Kriegsmaterial
von und nach Wesermünde. Ende April wurden die Häftlinge dann auf ein Schiff verladen, ein Frachtschiff, und in die Flensburger Förde, also durch den Nord-Ostsee-Kanal, in die Ostsee gebracht, wo sie dann endgültig am 10.11. Mai 1945 von dem Schiff Rheinfels, das dort vor Anker lag, befreit wurden. Und das schwedische Rote Kreuz brachte dann die Häftlinge, oder genauer gesagt die nicht-deutschen Häftlinge, mit dem Schiff nach Malmö, während die deutschen Häftlinge an Land gebracht und dort in einer Schule untergebracht wurden. Wir haben über die Häftlinge gesprochen. Was ist denn aus den SS-Männern geworden? Wurden die ermittelt? Sehen Sie, das ist so eine Geschichte, die nicht typisch ist für Osnabrück und Hasbergen, leider nicht typisch ist. Wenn wir uns nämlich einmal ansehen, wen wir mittlerweile kennen als SS-Personal, die eingesetzt waren in der SS-Eisenbahnbaubrigade, dann sehen Sie, das ist schon eine ganz schön lange Liste von Personen, die namentlich bekannt sind inzwischen, die als SS-Personal, Wachpersonal, Aufsicht und so weiter tätig gewesen sind. Wenn wir uns jetzt mal daneben eine Liste ansehen, wer von ihnen gerichtlich belangt wurde, kommen wir zu dem Ergebnis. Wir sehen also, weder die SS-Lagerleitung noch einzelne SS-Wachleute sind jemals wegen ihrer Taten in der Baubrigade in irgendeiner Art und Weise zur Rechenschaft gezogen worden. Niemand. Das ist ja unfassbar eigentlich. Dieses ganze Thema ist ja in Hasbergen eigentlich unbekannt, bis wir sozusagen Ihren Vortrag gehört haben. Wie wird denn insgesamt daran erinnert hier in der Region? Ja, also in Hasbergen gibt es keinen Erinnerungspunkt. Wir haben einen Erinnerungspunkt geschaffen am Standort in Osnabrück-Hörne. Dort steht dieses Gedenkzeichen, zusammengesetzt aus 7 Eisenbahnschienen und einer Plakette, die eben erinnert an die 5. SS-Eisenbahn-Baubrigade. Und in der Zwischenzeit gibt es auch einen Audio-Walk, das heißt einen Hörspaziergang. Man geht also an dieser Strecke entlang und bekommt verschiedene Informationen über die Brigade. Man hört auch die Stimmen verschiedener Häftlinge. Und interessant ist eben, wir haben die authentischen Orte, an denen tatsächlich diese Brigade stationiert war. Wir hören Geräusche, wir hören Originalzeugenberichte. Wir haben Ausblicke, vor allen Dingen auch auf die Stadt von diesem erhöhten Standort aus. Und es ist ja so, wenn man sich bewegt, dann kommen die Gedanken in Gang. Es ist also ein Gedankengang, auf dem wir dann sehr, sehr viel über die Brigade in Osnabrück erfahren. Das, was es über Hasbergen zu sagen gibt, das habe ich Ihnen mitgeteilt. Wir haben uns das ja im Sommer zusammen vor Ort angeschaut und das schauen wir uns jetzt hier nochmal im Video an. Gerne. Herr Kassenbrock, wir stehen ja hier in Hörne an dem ehemaligen Standort, wo die 5. SS-Eisenbahnbaubrigade stationiert war. Und hier haben wir jetzt einen Gedenkort und ein Gedenkzeichen. Können Sie vielleicht ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist jetzt? Gerne. Also dieses Gedenkzeichen ist 2022 von Volker Johannes Trieb aufgestellt worden in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Augustaschacht und Gestapo-Keller. Und wie Sie sehen, es besteht aus Eisenbahnschienen, insgesamt 7 Eisenbahnschienen, die in den Boden gerammt wurden. Und wir haben dort oben ein stacheldrahtartiges Gebilde. Das besteht aus zusammengeschweißten Teilen für die Befestigung von Schienen, also direkt von diesem Gelände. Dann haben wir eine große Stahltafel mit der Aufschrift eben zum Gedenken an die Gefangenen der 5. SS-Baubrigade E. E steht für Eisenbahn. Ein Konzentrationslager auf Schienen in Osnabrück und wie wir wissen auch Hasbergen. Und das ist der Zeitraum, in dem die Brigade hier stationiert war, also vom 16. Oktober 1944 bis zum 31.03., also Ostern 1945. Und genau gegenüber von diesem Zeichen ist der Eingang zu dem Gelände,
auf dem die Brigade stationiert war. Ja, Herr Kassmorg, wir hatten uns ja die Gedenkstätte angeguckt, wir hatten uns ja das Video, was wir im Sommer gemacht haben, eingespielt. Zum Schluss ist die Frage, was bleibt von dem Thema? Ja, Herr Niehenke, was bleibt? Die Bahnlinien sind repariert, sind erneuert worden, soweit das nötig war, ergänzt worden. Da ist also alles wieder in Ordnung gebracht worden. Aber bei den Menschen bleiben Schäden. Und zwar auf beiden Seiten, auf Seiten der Opfer und auf Seiten der Täter. Wir haben hier zum Beispiel eine Aussage der Tochter eines ehemaligen KZ-Häftlings, die über ihren Vater sagt: Wir müssen uns klar darüber sein, dass ein Krieg nicht zu Ende ist, nur weil die Waffen schweigen. Es gilt, einen Preis dafür zu zahlen, und das kann mehrere Generationen dauern. Also auch die Kinder der Opfer sind in gewisser Weise Opfer und haben daran zu kauen, haben daran zu arbeiten. Aber das gilt, wie gesagt, auch für die Täterseite. Der Sohn eines ehemaligen SS-Wachmanns, der hier in Haßbergen stationiert war, der beschreibt die Situation seines Vaters, also eines Täters. Mhm. Er konnte mit dem Erlebten nie Frieden schließen. Und wir wurden als nachfolgende Generation unbewusst und ungewollt auch in gewisser Weise Träger seines Traumas. Wie aktuell ist das? Ja. Ob Ukraine oder Israel. Ja, alles wohin wir schauen. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag, dass Sie nochmal mitgemacht haben, um das zu dokumentieren.